I'm a G, but you knew this. Guten Morgen. So sehen wir nach, ich zumindest, nach 2 Stunden Schlaf aus. Wie sieht's da drüben aus? Nö. Guck mal, was der andere so macht. Hey. Jo. Ja, genau, ey. Wir werden jetzt mal auf die Gamescom gehen. 2 Stunden Schlaf, irgendwie der Todestag. Den anderen Vlog werdet ihr wahrscheinlich auch noch sehen. Die Geschichte dazu etc. pp. Wenn ihr euch heute mal auf... Ich sag nur, statt 6 Stunden Fahrt saß ich gestern, glaube ich, 10 Stunden. War ich 10 Stunden unterwegs. Von denen, glaube ich, aber nur 6 Stunden wirklich im Auto war. Wovon ich mindestens 1,5 Stunden auf dem Flughafen verbracht habe. Ja. Wieso ich jetzt auf dem Flughafen verbracht habe, ohne dass jetzt ich einen Flug genommen habe, ist jetzt die andere Frage. Und naja, wir werden jetzt mal uns fertig machen und versuchen, so wie möglich fit zu sein für die Gamescom, und wir sehen uns dann nachher auf der Gamescom. So, wenigstens noch halbwegs gerade laufend, ohne Alkohol. Kragen steht. Nein, wir sind relativ fit. 13 Grad haben wir es und der junge Kerl rennt mit T-Shirt rum. Ich habe ihn wenigstens überzeugt, dass er wieder eine lange Hose anzieht. Ja, Digga, ohne lange Hose wäre jetzt echt kritisch gewesen. Ein kritischer Hase auf jeden Fall für uns. So geht's auf jeden Fall schon. Und wir waren gerade etwas abgelenkt, man sieht es im Hintergrund, glaube ich. Ja. Ich muss, du hast so bei dir die Sprachpause gemacht einfach. Ja, wir sind jetzt auf dem Weg zum Auto, wir suchen jetzt einen gratis Parkplatz. Dann geht's zur Gamescom, dann versuchen wir da überall uns rein zu sneaken. Ja. Und so viel wie möglich anzufassen, zu vloggen etc. pp. Seine Kamera ist natürlich alle. Instant gestern im Auto broke gegangen, deswegen. Ja. Und ich dachte mir, das Geilste an der ganzen Geschichte ist, ich dachte mir eigentlich, dass wir den schlechtesten Tag des Lebens hatten, gestern Abend. Ja. Und dass wir jetzt dadurch den geringsten Schlaf hatten. Nein, ich schreibe einem Kumpel, der auch auf die Gamescom kommt, er schreibt, nachdem ich 2 Stunden ihm geschrieben hatte an Schlaf, schreibt er zurück, 0, durchgemacht. Tja moin, alles klar. Okay, Jungs, wir sehen uns dann wahrscheinlich nachher wieder. So, jetzt haben wir den größten Random in der COD-Szene gefunden. Mein Name ist Corleone. Ja, okay, jetzt war noch Hashtag Kleinwerbung, Alter. Oh mein Gott. Ja, wir haben Steve aufgegabelt, jedenfalls die haben mich aufgegabelt. Ja, wir haben dich aufgegabelt. Hallo. Die beiden haben die sehen Revi. Erzählt mal, Alter. Das muss ich erzählen, Digga. Wir haben gerade Revi, Paluten und so alle getroffen und Revi geht so auf uns zu, lächelt schon so richtig so von wegen, ah, dem muss ich ihr Autogramm geben. Und wir gucken einfach so weg, weil wir einfach gar nichts von dir wollten. Du willst ein Autogramm von mir. Random? Nee. Der hat auch gar keine Klicks, Alter. Okay, wir melden uns auf jeden Fall nachher nochmal, wenn wir am Black Ops 3 Stand sind wahrscheinlich. Ja, wir gucken mal. Vorne sind hier auf jeden Fall ein paar YouTuber. Randoms. Ja, alles Randoms. Gut, bis nachher. So, erstes Fazit. Ich habe, glaube ich, das behindertste Shirt ever an. Erste Runde, Boys. 30-10, dem Stil gedrückt. Ich war der Positive aus dem Gegner. Oh, Scheiße. Ja, das muss man dann sehen. Also, Stil hat sich viel Mühe gegeben. Aber 30-10, Digga. Aber positiv war ich. Was richtig scheiße war, auf jeden Fall, dass man diese Klassen. Ich wollte gerade diese Hover-Drohne ausziehen, diese XV, hast du nicht gesehen? Ja. Wollte auf Lightning Strike, und das ist genau dieses wie bei AW. Du drückst auf den Moment und in dem Moment startet das Spiel. Das ist Law, Murphy Law. Auf jeden Fall erstes positives Feedback, das war relativ ansprechend. Hardpoint war richtig nice, Kill Confirmed war richtig scheiße. Aber das lag auch teilweise an der Map. An der Map, genau, die Map war auf jeden Fall. Digga, da haben solche Lowhands vorher gespielt, die hatten Schalldämpfer, Rotpunkt auf den Waffen, Digga, die haben gespielt wie solche, keine Ahnung, Team Deathmatch Noobs, Alter. Ja, aber auf jeden Fall hat es richtig Spaß gemacht. Also, wir werden nachher nochmal eine Runde spielen, mal gucken, ob wir Passpasses noch kriegen. Ja. Wenn wir in einer Form. Jetzt gucken wir mal, was wir noch so anders zu sehen, was interessant ist, und dann sehen wir uns nachher wieder. I'm a G, but you know this, to the beat. Yo, we move it, get money, be so foolish. All day is how we do this. I'm a G, but you know this. Derjenige meint, er braucht ein paar Abos. Jo, Jungs, abonniert alle Panda Plays, falls das Video von mir aussieht. Schickt ihr nicht mehr auf. Den braucht ihr gar nicht erst abonnieren, der ist voll komisch. Aber die T-Shirts könnt ihr kaufen, die sind wirklich gut. Ey, kauf meine Shirts, hab ich keinen an, aber. Ja, das ist das Beste, das ist ein Kauf.
Jungs, ja, wir sehen uns ja gleich. Ich geh noch mal ganz kurz zu Uncharted gehen. Wir sind hier gerade mit den ganzen anderen Vollpfosten. Und mal gucken, was wir dazu machen. Bis nachher. So, servus Leute, und wir machen noch mal einen zweiten Teil. Da hinten ist noch jemand, den nehmen wir gleich noch mal ins Video. Ja! Das ist genug. Auf jeden Fall mal vorbeischauen und macht Let's Plays. Ist auf jeden Fall eine ganz coole YouTube, und auf jeden Fall mal vorbeischauen und mal ein Abo da lassen und Like. Begleitung. Geil. Asia on Tour ist auch noch da hinten. Sieht man das eigentlich? Da, ja. Ja, und ja, wir melden uns jetzt, wir sind jetzt gerade bei Uncharted, sieht man auch unverkennlich im Hintergrund. Und wir werden jetzt gleich mal da ein bisschen Presse angucken und mal gucken, was da so geht. Und ich werde dann danach mal berichten, wie es dann war. Ciao. So, Tag 1 ist vorbei. Ja, Mann. Kuckuck. Hallo. Wir sind alle so down. Wir hätten jetzt eigentlich noch ein paar andere gefragt, aber wir sind irgendwie so auseinandergedriftet alle, ja, dass wir jetzt keinen den Überblick verloren haben. Wir haben den anderen noch kurz Tschüss gesagt. Und jetzt werden wir mal abhauen nach Hause, weil wir alle völlig fertig mit der Welt sind. Man muss auf jeden Fall sagen, es war ein hammergeiler Tag. Super anstrengend, weil gerade Paul und ich halt nur anderthalb Stunden Schlaf hatten. Und erster Tag, zweimal BO3 gespielt, super Leistungen eigentlich bis jetzt. Alle haben eigentlich gut abgegeben. So gute Leistungen von uns einfach abgegeben. War einfach super. Und ja, war nice. Oh, dein Fazit. Also mein Fazit ist heute, dass ich den Energy in Orbitalsatte mit reingedrückt habe. Ja, wahrscheinlich, Junge. Ich hatte 35,5. Du musst dazu noch sagen, Panto hat sie auch den Orbitalsatellit gedrückt. Ja, das ja, wollen wir jetzt auch noch mal hier. Und mir hat er nicht gedrückt, ja. Panto, wenn du das siehst, ne, kannst du auch immer einen Daumen nach oben geben. Ja, ihr findet, die beiden sind auf jeden Fall verlinkt. Und erster Tag auf jeden Fall richtig gut gelaufen, war richtig anstrengend, wir sind richtig fertig mit der Welt. Anderthalb Stunden Schlaf macht es nicht ganz einfach. Ja. Wir melden uns auf jeden Fall morgen mal zurück, wenn so ein paar mehr Leute noch hier da sind. Ich sehe letzte Worte. Haut rein. Bis zum nächsten Mal.